Also ich bin Samuel Widmer, ich bin Doktor der Medizin und hatte in den Jahren von 1986 bis 1993 eine Bewilligung, um mit LSD und MDMA legal in der Psychotherapie zu arbeiten und konnte so einiges an Erfahrungen sammeln in dieser psycholytischen Psychotherapie, wie man sie nennt. Für mich ist diese Art von Therapie eigentlich die erfolgreichste, die ich kennengelernt habe. Deswegen habe ich mich hier auch verschrieben. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Psychotherapie ist häufig ein relativ erfolgloses Metier, weil man wenig ausrichten kann, schwer an die Dinge herankommt, die in der Psyche geheilt werden müssen. Und von allen Möglichkeiten, die ich dazu erprobt habe, wie Gesprächspsychotherapie, Körpertherapie und so weiter, Gruppentherapie, fand ich die psycholytisch unterstützte, also die durch psychogene Mittel unterstützte Psychotherapie die hilfreichste. Auch nicht ein absolutes Erfolgsrezept, das ist klar, hängt immer davon ab, ob die Patienten, die Klienten, die Leute, die damit konfrontiert sind, auch wirklich sich öffnen können dafür. Aber da, wo dieser Wille, diese Absicht da ist, fand ich immer, ist es das griffigste Instrument. Und von daher habe ich das immer vertreten, dass das wieder legalisiert werden sollte. Das, was es vor allem bringt, ist ein also es weckt uns für unser Innenleben und darüber hinaus dann für die Liebe und damit für ein anderes Dasein in der Welt, um einen anderen Ausdruck zu finden in der Welt, eine andere Welt auch zu schaffen zusammen. Also es geht damit dann weit über Psychotherapie noch hinaus. Das ist eigentlich nur der Anfang, dass es in den meisten Menschen oder wahrscheinlich in allen etwas zu heilen gibt. Und wenn das dann geheilt ist, kommt dann das Geschenk, das sie sind, zum Ausdruck, das sie in die Welt bringen können. Und die psycholytischen Substanzen haben diese Fähigkeit, das in uns zu fördern und zu wecken. Und deswegen fand ich das immer sehr hilfreich, diese einzusetzen. Legalisierung, und es spricht sich dafür aus, dass das wieder benutzt werden kann. Es ist leider nicht möglich, diese Substanzen zu benutzen in der Psychotherapie heutzutage. Was sind die Argumente von den Behörden, die sagen, nein, das geht nicht? Gibt es da irgendwie was Gefährliches? Irgendwie ist dir was aufgefallen? Oder was sind die Argumente? Ja, also die Argumente sind natürlich die vorgebracht werden, medizinischer Art. Es gibt zu wenig klare Studien, das muss noch besser untersucht werden, ob das nicht schädlich ist und so weiter. Aber die wirklichen Argumente dagegen sind natürlich politischer Natur. Also dass die Substanzen, die benutzt werden, sind in Verruf geraten und dieses Image, das sie haben, wieder zu heilen, ist ein gesellschaftlicher Prozess, der vollzogen werden muss. Und dahinter steht natürlich noch etwas tiefergründendes, dass im Grunde genommen das, was die Substanzen bringen, Angst macht, dass es als gefährlich angeschaut wird, weil es ist natürlich schon so, dass wenn Menschen sich grundlegend ändern, wenn sie heil werden, lösen von Abhängigkeiten und so weiter, dann ist zu erwarten, dass sie mit der Welt, mit den Strukturen in der Welt, mit den Machtstrukturen und so weiter nicht mehr einverstanden sind, dass sie nicht mehr reinpassen. Also wenn die Menschen grundsätzlich sich auf diese Sachen einlassen würden, würde sich die Welt verändern. Also das wäre echt gefährlich, den gegenwärtigen Macht- und politischen Strukturen. Und das spüren die Leute, die da in den entsprechenden Positionen sitzen, instinktiv. Und die wollen das nicht haben. Also in dem Sinn haben sie auch recht, es würde ihnen und ihren Strukturen gefährlich. Wow.
Also ich fand immer, also ich unterstütze natürlich die Bemühungen der wissenschaftlichen Sektion, das wieder zu legalisieren und zurück in den Medikamentenschrank des Psychiaters zu bringen. Aber gleichzeitig habe ich auch ein gewisses Misstrauen dem gegenüber und fand immer, eigentlich gehören diese Dinge dahin, wo sie immer waren. Schamanismus, das ist am Rande der Gesellschaft, nicht voll integriert, etwas, was für sich steht. Es wäre gut, wenn das toleriert würde, aber es muss nicht eine institutionalisiert werden. Das tut der Sache eigentlich gar nicht gut. Es ist ein Kind der Freiheit, muss es bleiben. Und also von daher fand ich auch immer, es sollte eigentlich nicht nur den Patienten zur Verfügung stehen, sondern vor allem den Gesunden, die, also denen, die als gesund gelten oder die keinen Psychiater suchen. Es sollte allen Menschen eigentlich zur Verfügung stehen, fand ich immer. Und es würde allen gut tun, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und jetzt doch ganz zur letzten Frage, die ich vorher schon erwähnt habe. Das ist ja schon ein bisschen beantwortet worden. Wenn der Psychiater jetzt mit dem Patienten da sitzt und die Substanz nicht selber nimmt, obwohl das ja in den früher mit Stanislav Grof anders war, ich glaube, der hat es auch mal selbst probiert, aber in den Sessions haben sie es nicht genommen. Die Schamanen trinken ja die Medizin zusammen mit ihrem Patient. Und das ist ja in der westlichen Medizin nicht so. Genau. Was ist dann deine Erfahrung dazu? Was hast du dazu zu sagen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Ausbildungsgruppen, die wir machten für die Schweizerische Ärztegesellschaft für psycholytische Psychotherapie, da haben wir das natürlich nicht empfohlen, das selber zu nehmen, weil ja eben, das war ein Tribut an die medizinische Haltung. Also bei uns, der Arzt verschreibt ein Medikament, er schluckt es nicht selber. Und umgekehrt habe ich schon auch gesehen, ja, die Schamanen machen es häufig umgekehrt. Sie schlucken es und der Patient kriegt nichts. Oder allenfalls beide nehmen das. Und wir haben das natürlich dann ausprobiert und es hat beides etwas für sich. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie ein Therapeut damit umgehen kann. Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn er selber im selben Zustand ist wie der Klient, hat er eine bessere Sicht und einen besseren Zugang zur Energie, kann besser damit umgehen. Aber natürlich nur dann, wenn er nicht in persönliche Prozesse gerät. Also das heißt, er muss schon selber entsprechend weit entwickelt sein. Wenn er das nicht ist, wird es vielleicht eher gefährlich oder schwierig. Und er muss auch mit sich im Reinen sein, also er darf nicht verrückt werden, er darf nicht missbraucherisch werden und so weiter. Er muss mit sich umgehen können. Und wenn er das kann, finde ich eigentlich das schon auch gut, dass er sich in denselben Zustand versetzt mit seinem Klienten zusammen. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja. Illusion und Realität im Rahmen der psycholytischen Therapie. Kommt da irgendwas? Ja, also das System, das Erstaunliche für mich. Also am Anfang, als ich das kennenlernte und auch die anderen Substanzen, es gibt ja eine ganze Reihe, die brauchbar sind für die psycholytische Arbeit. Und bei allen würde ich eigentlich sagen, sie sind vor allem auch Wahrheitsseherin. So habe ich es erlebt. Also man nimmt das und dann sieht man einfach die Wahrheit über sich selber. Man kann sich nichts vormachen und man sieht die Wahrheit auch bei den anderen. Und Wahrheit nicht im Sinne von Meinung oder so etwas, sondern Fakten. Man sieht, wie die Dinge liegen. Und dann habe ich aber gemerkt, aha, das gilt auch nicht einfach grundsätzlich. Es gibt halt auch viele Menschen, die können sich auch noch mit Substanzen etwas vormachen. Die sind zu verirrt oder zu vernagelt. Das braucht einen langen Prozess. Aber ich treffe auch immer wieder auf solche, denen das gleich beim ersten Mal geschieht, wie ich es erfahren habe. Ja, man sieht einfach gerade, wie es ist. Und die Richtung, denke ich, also das, was geweckt wird in einem, geht unbedingt in die Richtung. Aber ja, man merkt dann auch, es gibt halt doch eben gerade die Hedonisten zum Beispiel, die machen sich irgendwie eine Illusion, die meinen, sie seien für das Richtige unterwegs und sehen nicht, dass sie einen Teil einfach abspalten, die Verantwortung vor allem abspalten.
Also ich habe unterwegs verschiedene Stadien erfahren. Also es gab dann Momente, wo ich gemerkt habe, auch für mich selber, also das ist irgendwie zu Ende, ist leer geworden. Dann hat man es gelassen eine Zeit lang, fand ich auch gut, finde es immer gut, wenn jemand auch eine Zeit lang das wieder lässt und allenfalls dann wieder aufnimmt, in eine neue Auseinandersetzung nochmals geht damit. Und heute sehe ich es irgendwie so, dass also so als Psychohygiene oder als gelegentliches Hilfsmittel, um wieder in einer verrückten Welt klarzukommen, finde ich, kann man das ein ganzes Leben lang immer wieder gebrauchen. Aber es ist nicht etwas, was absolut notwendig ist. Ich habe es schon auch so erfahren, in verschiedenen Stadien, und vielleicht gibt es da auch ein Endstadium, dass man dann ein Ankommen findet, wo man merkt, ich habe wirklich die Message bekommen oder den Zustand, Erleuchtung, was immer, gefunden und braucht das nicht mehr in dem Sinne. Aber es ist dann auch so ein Gefühl, ja, man kann es eben lassen oder nehmen, ist irgendwie beides, ist gleichgültig. Cool. Thank you very much. Can I come close in the picture? Ja, yeah, ja. Yeah. Dankeschön and I can give you a hug. Ja. Vielen Dank für die Arbeit, die du tust. Hopefully one day it will be legal. Again. Exactly. Yeah.